Da denke ich mir schon in dem Moment, Moment, du hast mein Buch gelesen, dann mach. Meine letzten Worte dort einfach machen und nicht lange überlegen, mach das mal. Genau. Ja, schwimmen lernt man im Wasser und nicht am Land, ne? Absolut, Ja. genau. Mindset, Aktien, Immobilien, Expertentalk mit Wirtschaft verstehen zu deinem Erfolg. Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Wir sind hier immer noch in Darmstadt beim Immobilienkongress von Thomas Knedel, beim Immopreneur-Kongress 2018. Und wir haben einen ganz bekannten, wie ich finde, ja, Immobilieninvestor aus dem Norden, aus dem Hamburger Umland, ne? Hier bei uns, neben uns. Und er ist ganz entspannt, hält nämlich hier keinen Vortrag heute, ne? Genau. Der Torben Keselow. Hallo. Ja, hi, Ja, grüße. grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, und wir werden das mal jetzt thematisieren, was auch Inhalt seines Buches ein bisschen war oder ist, ne? Das gibt es ja auch immer noch bei Amazon. Link packen wir natürlich wie immer hier direkt drunter, wen es interessiert. Das Unbedingt wirkliche. draufklicken, ich muss Bücher verkaufen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau, deswegen ist er jetzt ja extra hergekommen. Nur Ne? deshalb. Ja, genau. Und ja, das wirkliche Junggeheimnis, nee, das wirkliche Geheimnis von Jungimmobilien Das oder so wirkliche ähnlich. Erfolgsgeheimnis von Ja, genau. Jungmillionären. Das wirkliche Erfolgsgeheimnis von Millionären. Jungmillionären. Ja. Könnt auch sagen Jungimmobilien, aber ich Ja. kaufe ja eher ältere. Ja. Ne? Ja. Die Okay. rechnen sich meist besser. Ja, Ja, das stimmt. Neubauten rechnen sich stimmt. nicht so, ne? Ja, stimmt. Ja. Also der Titel ist schon mal sehr kompliziert. Ich hoffe, deine Antworten sind es nicht. Nein, das kriegen wir hin. Ja. Ja, erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was über dich und ein paar von deinen Geheimnissen. Ja, Ja. also das größte Geheimnis steht natürlich im Buch, dafür müsst ihr das Buch kaufen, es tut mir leid. Ja, ist dumm gelaufen. Nein, Spaß beiseite. Nein, das größte Geheimnis ist, also aus meiner Sicht, es gibt kein richtiges Geheimnis. Ja? Nur man sollte einfach machen. Ich sage das immer wieder in Interviews und das steht auch in meinem Buch ganz dick und groß drin. Ich wollte es auch ursprünglich mal nennen, einfach machen. Ja? Nur hat mein Verleger dann gesagt, was soll das sein, Kochbuch oder was? Ja, weil einfach machen, das Ja. kauft einfach keiner. Und darum sind da gewisse Schlagworte in dem Titel, dass eben auch gekauft wird. Ich denke, das Wichtigste ist für jeden, der anfangen will als Investor, ist, dass man einfach beginnt, das erste Investment zu machen. Da kommt es gar nicht drauf an, ob man nun das Mega-Investment macht, ob der Deal nun so richtig super gut ist. Mein erster Deal war auch nicht so super gut, sondern das Ding ist einfach, dass man es überhaupt erstmal macht, ja? Dass man sich eine Immobilie raussucht, die man gerne kaufen möchte, dass man sich dann mit der Finanzierung auseinandersetzt und dann einfach diese Immobilie kauft, dass man vielleicht seine ersten Sanierungserfahrungen macht. Also wenn ich mich da zurückerinnere an meine erste Eigentumswohnung, die ich gekauft habe, das war im Hamburger Randgebiet in Ahrensburg, da hatte ich zwar vorher schon meine Maklererfahrung, aber ich hatte keine Erfahrung, wie das funktioniert, in Immobilien eben richtig zu investieren. Ich habe also einfach gemacht, habe die Immobilie, also die Wohnung gekauft und habe dann entsprechend saniert und da einfach losgelegt. Ich wusste nicht, wie das funktioniert mit den Sanierungen. Ich hatte keine Ahnung, wie das überhaupt geht, wie die Handwerker welche Sachen zu machen haben, wie die Abläufe sind, ne, wann erst der Maler rein muss, wann erst der Bodenleger rein muss. Und all diese Sachen, die lernt man erst beim Machen. Und Ja. deshalb mein allerwichtigster Tipp ist, dass man eben einfach anfängt zu machen. Also mein Spruch, der mir immer dazu einfällt, ist, schwimmen lernt man ja auch im Wasser und nicht am Land, ne? Genau, sehe ich Ja, genauso. ja. Genau, Ja, ja. absolut. Ja. Und interessant wäre jetzt auch mal, du hast gesagt, du hast angefangen, auch nicht ganz optimal. Und ja, man sieht ja immer so die Erfolgsmenschen, die Erfolgsstories. Ja, vielleicht, dass du auch mal was erzählst uns, was nicht gut gelaufen ist und was du daraus gelernt hast. Also ich denke mal, ja, ich denke, die Anfänge sind sehr interessant gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich meine erste Wohnung gekauft hatte, da muss man dazu wissen, ich war gerade 3 Jahre selbstständig mit meiner Maklerfirma und ich hatte ein Jahr zuvor schon versucht, eine Wohnung zu kaufen. Das hat leider nicht geklappt. Ich hatte zwar die passende Wohnung gefunden, aber ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht hinbekommen, die Finanzierung aufzustellen. Mit meinem Wissen von heute hätte ich das mit Sicherheit auch damals schon hinbekommen. So, aber ich hatte ein anderes Mindset. Ich wusste damals nicht, dass man vielleicht eine andere Person noch als Bürgen mit reinnehmen kann. Das wäre zum Beispiel eine Variante.
dass man sich vielleicht Privatkredite noch holen könnte dafür und, und. Also es gibt da diverse Möglichkeiten und das ja, ist einfach, ich sag mal, ein Fehler gewesen, den ich zu Beginn schon gemacht habe, dass ich schon bei dem ersten Nein der Bank, wo ich nämlich meine Wohnung hatte, gleich aufgegeben habe und dann gesagt habe, okay, es geht nicht, muss halt warten, bis ich 3 BWAs habe, bis ich 3 Geschäftsjahre voll habe. Nach einem Jahr hatte ich dann meine 3 betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die auch positiv waren und konnte dann entsprechende Bankenfinanzierung dafür nehmen. Mhm. Aber mit dem Wissen von heute hätte ich schon viel, viel eher angefangen. Mhm. Und das ist auch, denke ich, der allergrößte Fehler von mir. Ich habe zwar früh angefangen aus der Sicht der meisten, aber ich hätte gern noch früher angefangen. Ich hätte gern mit 16 schon angefangen oder mit 18 schon angefangen. Ja. Das geht mir auch so, ja. Ich hätte auch besser früher angefangen. Ja. Aber ich stelle auch immer wieder fest, das ist wirklich viel Kopfsache. Heutiger Begriff Mindset. Ne? Mhm. Ich habe es halt nicht so vorgelebt bekommen aus dem Elternhaus. Und, ne, wenn man da nicht so da reinwächst. War bei mir auch so. Ja, genau. Ja. Das ist das Problem. Ne? Ja. Und ich habe erst nachher eben diese Kontakte bekommen und dann erst mal gemerkt, Mensch, das geht ja auch so. Ne? Mhm. Und vorher war einfach das gar nicht Thema eigentlich in meinem Umfeld. Ne? Mhm. Ja. Ja. Wann war für dich denn klar, dass du sagst, du möchtest selbstständig sein, du möchtest Immobilieninvestor sein? Warst du dir darüber bewusst? Also das mit der Selbstständigkeit wusste ich schon, bevor ich meine Berufsausbildung gemacht habe. Das wusste ich schon so mit 16. Mhm. Ich wusste, mit 18 will ich in die Selbstständigkeit, ich möchte mein erstes Geld verdienen. Ich war übrigens mit 18 auch selbstständig. Mhm. Ich habe als Handelsvertreter gearbeitet, wirklich Türklinken geputzt für ein Stromunternehmen. Bin also zu den Hochhäusern gefahren, bin in den obersten Stock von Fahrstuhl gefahren. Dann sind da so 5, 6 Türen gewesen, habe überall geklingelt, mein Sprüchlein aufgesagt und habe dann an der Tür verkauft. Das war meine allererste Selbstständigkeit mit 18. Ne? Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Kaltakquise, echtes Türklinken putzen. Ja. Und war recht erfolgreich in der Sache, die ich da gemacht hatte und wollte meine Selbstständigkeit weiterführen. Allerdings kam es dann dazu, dass meine Mutter sagte, Mensch, Junge, du bist jetzt 18, du bist selbstständig, klar, du verdienst dein erstes Geld, aber du hast ja gar nichts in der Tasche. Ja? Mhm. Du hast überhaupt gar keine Berufsausbildung, keinen Schein, was du vorweisen kannst, falls mal irgendwas passiert. Mhm. Und ich habe dann darauf gehört und habe mich damals beworben. Über 60 Bewerbungen habe ich schreiben müssen, um dann eine Stelle zu bekommen als eine Ausbildung als großen Auslandskaufmann. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht, ich habe sie mir ganz, ganz anders vorgestellt, als ich dachte, dass sie ist. Mhm. Und mit dem Wissen von heute im Übrigen, darf ich gar nicht so sagen, aber ich würde keine Ausbildung nochmal so machen, wie ich das damals gemacht habe. Mhm. Ich würde gleich loslegen. Mhm. Ja, aus meiner Sicht, mit meinem Wissen von heute, mit dem, was ich heute kann, ist das Zeitverschwendung. Ja, sehe ich auch so. Ich möchte hier jetzt keine Empfehlung aussprechen, keine Berufsausbildung zu machen. Ja. Das ist sicherlich auch gut, aber ich würde das heute nicht nochmal machen. Ich würde wahrscheinlich nur den schulischen Teil mir irgendwo herholen, mich weiterbilden lassen, dafür Geld zahlen. Aber ich würde diese ganze Praxis würde ich sein lassen, weil Learning by Doing. Ja. Ja. Was für einen Schulabschluss hast du, wenn man fragen darf? Also ich habe Realschulabschluss. Ich habe nach Klasse 12 abgebrochen. Also ich habe Klasse 11, 12 noch Abitur machen wollen. Mhm. Allerdings hatte ich so überhaupt gar keine Lust mehr. Ja. Und deshalb habe ich nach Klasse 12 gesagt, ich höre auf mit der Schule und beginne richtig zu arbeiten. Ja. Und dann bin ich auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Ja. Das hat man oft bei erfolgreichen Menschen, dass sie nicht unbedingt die beste Schulbildung und dass sie ein Abitur haben, damit sie studiert haben. Man sieht oft, dass relativ einfache Leute oder Leute mit einem Realschulabschluss, ich selbst habe auch nur einen Hauptschulabschluss, und dass die halt einfach da, der Ehrgeiz auch da ist und dass die was bewirken wollen, dass die weiterkommen wollen im Leben. Stimmt, das habe ich auch beobachtet. Ja, ja. Richtig. Ja. Ja. Was ich auch interessant fand, ist, was du jetzt eben noch sagtest, dass du es aus dem Elternhaus zum Beispiel im näheren Umfeld auch nicht direkt so mitgegeben bekommen hast oder mitbekommen hast. Ne? Mhm. Hast du da auch am Anfang, wo du gesagt hast, ich investiere jetzt auch in Immobilien, auch Gegenwind gespürt aus deinem Umfeld, dass alle Leute gesagt haben, nein, um Gottes Willen? Und inwiefern, wenn das so ist, hat dich das beeinflusst oder hast du gesagt, jetzt erst recht? Ja, also es ist natürlich so, dass das Umfeld sagt oder erstmal komisch guckt. Ne? Ja. Schon generell der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja schon für viele das nicht zu verstehen. Schwierig. Ne? Ja. Wenn man dann auch noch Immobilien kauft, die man dann auch noch Banken finanziert, ist das nochmal ein Schritt mehr, weil die meisten Menschen denken natürlich,
eine Finanzierung der Bank. Oh Gott, das sind böse Schulden. Böse Schulden, die man lieber nicht haben wollen würde. Also meine Mutter zum Beispiel sagte mir, Mensch, Sohn, mit den ganzen Schulden, du hast, das sagt sie mir übrigens heute noch, jetzt bin ich ja mehrfacher Schuldenmillionär. ja, sie sagt, damit können sie nicht leben. Ja, aber das ist bei mir auch so. Ja. Ich habe versucht zu erklären, da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch von Robert Kiyosaki, ja, Rich Dad, Poor Dad, kann ich nur empfehlen. Ja. Und da ist auch sehr, sehr gut erklärt, der Unterschied zwischen den guten und schlechten Schulden. So, und gute Schulden sind immer die Schulden, die man aufnimmt, um daraus mehr Geld zu machen, zum Beispiel für Immobilien. Ich kaufe eine Immobilie für 100.000 und die ist dann irgendwann 200.000 wert. Mhm. Ne? Und dann habe ich sie schon ein bisschen abgezahlt auf 80.000, dann habe ich einen Wert plus von 120.000. Das sind gute Schulden, dafür lohnt es sich, einen Kredit aufzunehmen. Schlechte Schulden sind zum Beispiel Dinge wie ein Autokredit. Ja? Ja. Man kauft sich einen Neuwagen, angenommen für 50.000, fährt das runter vom Hof, ja, schon ist es nur noch ein Viertel weniger wert. Übrigens fällt mir gerade ein, ich kaufe gerade so ein Geschäftsfahrzeug, ein Seat im Übrigen, ein Seat Ibiza, und ich kaufe den so, ja, er war als Tageswagen schon zugelassen, heißt, er hat ganze 50 Kilometer gelaufen, aber dadurch, dass er 50 Kilometer gelaufen hat, spare ich im Endeffekt schon, ja, 30%. Ja, ja, das war bei mir jetzt auch so, ja. Ja. Und das habe ich auch gerade noch eine Tageszulassung gekauft, vor 2 Monaten circa, und da war es der gleiche Effekt. Ja. Genau. Ja. Ja. Das ist ein Firmenwagen jetzt für meinen Außendienst. Genau. Ja. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall inspirierend, ja. Und ich habe noch so mal so eine spannende Frage, wo man mal sich ein bisschen hineinversetzen kann. Sehen wir mal an, du wachst jetzt morgen auf hier im Hotelzimmer, ja, und du checkst alle deine Konten und alles, ja, und auf einmal ist alles weg. Ja. Ja, du hast aber noch 500 Euro ja. und dein jetziges Wissen. Also du müsstest im Prinzip nochmal bei Null anfangen, fast bei Null, hast du 500 Euro, dein jetziges Wissen, was würdest du machen? Ja, wieder Immobilien oder doch was ganz anderes? Ja, natürlich Immobilien. Ja. Also von den 500 Euro als allererstes würde ich wahrscheinlich zu Starbucks gehen und mir einen Kaffee besorgen. Ja. Und in Ruhe drüber. Also kein Cocktail. Ja. Nee, Kaffee. Und dann drüber nachdenken, was ich mache. Wobei, also mit meinem jetzigen Wissen müsste ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich genau weiß, was ich mache. Ja. Vorhin in diesem einen Seminar, hier auf diesem Kongress, da ist auch der Oliver Fischer aufgetreten und der hat was gesagt, was ich sehr toll fand. Wir alle haben die Möglichkeit, an Geld zu kommen und zwar relativ problemlos. Ja. Wie geht's? Wir alle haben ein Handy mit diversen Kontakten und das sind sicherlich Freunde, Bekannte, die man fragen kann, ob man Privatkredit kriegen kann. Ja. Ich denke mal, gerade in meiner Situation, selbst wenn ich heute alles verlieren würde, wäre das für mich nicht schwer, einen Privatkredit zu kriegen. Nicht, weil ich Freunde habe, die mich kennen, sondern auch deshalb, weil ich in der Vergangenheit mehrfach zeigen konnte, dass ich einfach weiß, wie es funktioniert, dass man Geld macht, wie man mit Immobilien Geld macht. Und insofern, um zurückzukehren zu deiner Frage, ich würde, nachdem ich dann Kaffee getrunken habe, Freunde anrufen, Freunden vorschlagen, mit denen ein Geschäft zu machen gemeinsam. Beispiel, wenn du jetzt der Freund bist, ich rufe dich an, sag, hey, pass mal auf, ich möchte mit dir einen geilen Immobiliendeal machen, ich habe noch keinen, deine Aufgabe ist es bitte, das Geld vorzustrecken, ich mache die ganze Abwicklung, sorge dafür, dass wir nachher einen ordentlichen Gewinn haben, würdest du mit mir teilen? Ja. Würdest du bestimmt sagen, ja, gerne, ne, weil du hast keine Arbeit daran, du weißt, ich kann das einfach. Ja. So, und dann würde ich mein erstes Geschäft machen und dann hätten wir vielleicht 20, 30, 40, 50.000 Euro über. Und das wäre dann wieder mein nächstes Startkapital für die nächsten Deals. Ja, sehr cool. Ja. Und insofern hätte ich da gar keine Bedenken, dann wieder das aufzubauen, was ich eben heute hier auch aufgebaut habe. Ja, sehr cool. Da sieht man auch wieder, wie wichtig auch persönliche Kontakte sind. Ne? Jetzt so Videos und alles gut, aber eben auch persönliche Kontakte. Ne? Deswegen haben wir ja auch diesen Stammtisch hier zu passend ins Leben gerufen, wo ich mir auch wichtig ist, dass man sich auch mal persönlich trifft. Ne? Ja. Und nicht nur, wie es heutzutage so üblich ist, jeder sitzt vor seinem Smartphone und ist anonym und man kann gar nicht mehr miteinander reden und so. Mhm. Das ist sehr wichtig, ne? Netzwerk und persönlicher Kontakt. Also ich will da vielleicht noch mal was zu sagen. Ja, gerne. Also in Deutschland ist es ja so verpönt zu scheitern.
Ich sehe das Ganze ein bisschen lockerer, entspannter. Ja. Es ist im Geschäft einfach völlig normal, dass man auch mal scheitert. Ich höre Freunde, die auch Geschäfte betreiben, die würden niemals sagen, es läuft gerade nicht so gut. Aber ich kann offen und ehrlich sagen, bei mir läuft es nicht immer gut. Ich habe gute Phasen, als auch genauso schlechte Phasen. Es sind manchmal so Phasen da, die will man nicht erleben, aber die gibt es einfach. Ja, das fand ich auch. Ja, und insofern, ich kann nur sagen, man sollte immer auch in schlechten Phasen gucken, dass man nicht den Mut verliert, wieder hochkommt. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ja. Also insgesamt denke ich, man kann auch viel, viel lockerer Geschäfte machen, wenn man nicht so diesen Druck hat. Also ich sehe das Ganze, also diese ganze Geschäftswelt, ich sehe sie so ein bisschen locker. Ja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wenn man mehr gewinnt, als dass man verliert, ist das alles okay, super. Auf jeden Fall. Ja. Ja, du wirkst doch sehr reflektiert, ja, ne? Ruhig in dir ruhend und so. Das ist ja sehr... Gut, ja, was ist mir auch aufgefallen ist, immer bei dir auch, du machst ja so Facebook-Posts, ne? Genau, dass richtig. Du da auch mal wirklich Sachen postest, wo es mal nicht so gut läuft. Ne? Da war irgendwas mal mit einer Wohnung, meine ich. Ja, genau. Ja, und solche Sachen, das ist sehr inspirierend, weil gerade junge Leute das nicht, glaube ich, oft auch blenden. Man sieht immer nur, dass sich jemand dann so darstellt, ne? Als wäre der Überflieger und alles ist super, alles ist toll. Ne? Und das ist halt gar nicht das Leben. Ne? Ja, ich denke auch Erfolg hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass man sehr, sehr viele Niederlagen eben auch hat, diese auch bereit ist hinzunehmen, entsprechend Lösungen findet und einfach weitermacht, sich davon nicht demotivieren lässt und gut ist. Ja. Ne? Zum Schluss noch, was würdest du den jungen Leuten, sag ich mal, die vielleicht ihre erste Eigentumswohnung kaufen, die anfangen möchten, aber sich vielleicht nicht trauen, was würdest du denn jetzt noch zum Schluss, als Schlusswort jetzt sagen, wo sie einfach mal anfangen können oder einen Tipp vielleicht von deiner Seite? Ja, einfach Mut fassen und einfach machen. Ja. Also gar nicht so über die ganzen Risiken hin und her überlegen, sondern einfach sich eine Immobilie ausgucken, die man gerne kaufen möchte. Wichtig ist, dass ein positiver Cashflow bei rauskommt, sprich also, dass die Mieten in der Lage sind, die Nebenkosten und auch die Annuität der Bank, also die Bankrate zu bezahlen und dass dann eben noch was überbleibt. Ja. Und solange dieser Faktor gegeben ist, kann man da eigentlich keinen Fehler machen, wenn man in Immobilien investieren möchte und eben auch auf diese Art ein Immobilienportfolio aufbauen möchte. Ja. Also, mein Schlusswort, einfach machen. Ja. Einfach machen, genau. Dann muss ich das nochmal zeigen. Ich weise auch genau darauf in meinem Buch, jetzt neuen Buch hier hin, nämlich ich zeige, wie man das berechnet, den Cashflow. Und dass es auch ganz wichtig ist, dass man eben Objekte kauft mit positiven Cashflow, meine ich. Genau. Dass ich nicht jetzt nur darauf wette, sehr, sehr wichtig. Genau, dass mir Leute erzählen, du zahlst nur 50 Euro im Monat drauf, ist besser, als wenn du dir eine Lebensversicherung zahlen würdest. Und die Wohnung wird in 10 Jahren doppelt so viel wert sein. Das ist für mich ein Luftschloss. Ne? Ist so, das stimmt. Ja. Das kann man mal machen, solche Investments. Kann man mal, aber nur, wenn man ein riesengroßes Portfolio hat, wo es das aufgefangen wird und wo man weiß, dass man diese Wohnung sehr, sehr schnell wieder ins Positive, einen positiven Cashflow draus machen kann. Ja. Ansonsten für alle Leute, die anfangen und ich sag mal, die bis 50 Wohnungen haben im Portfolio oder noch nicht haben, achtet immer drauf, dass ein positiver Cashflow gegeben ist. Ja, das ist immer ganz wichtig, auch sogar bis 50 Objekte ist ja schon mal eine Hausnummer, für viele, denke ich mal. Genau, ja, okay. Also aus meiner Sicht, jeder hat einen Risikobereich. Ja, klar, das kann man natürlich variieren, klar. Ja. Okay, ja, dann würde ich einfach sagen, wir stellen die weiteren Infos auch nochmal zu deiner Person hier gerne unter das Video. Ne? Und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, gerne hier drunter posten. Ne? Und dann würden wir entsprechend dann da drauf antworten. Ja, alles klar. Okay. Genau, letzten Worte an dich. Ja, wie gesagt, beginnt einfach machen. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil die Leute fragen mich immer wieder, Mensch, Torben, gib mir doch mal bitte einen Tipp, was kann ich machen? Ich habe dein Buch gelesen. Ja. Da denke ich mir schon in dem Moment, du hast mein Buch gelesen, dann mach. Meine letzten Worte dort, einfach machen und nicht lange überlegen, mach das mal. Genau. Ja, schwimmen lernt man im Wasser und nicht am Land. Ne? Absolut, genau. Ja. Genau, also vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja. Danke auch. Ja. Danke. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.